Welche Leistungen werden erbracht rund um das Thema der Zähne? Hallo zusammen, hier ist der Christian von easyinsure.ch. Schön, bist du heute wieder dabei. Heute geht's um diese kleinen weißen Geschichten, und zwar um unsere Zähne, und zwar wie diese aus Sicht der Krankenkasse entsprechend gedeckt sind oder was es für Optionen gibt. Fangen wir doch gerade mal an, und zwar mit der Grundversicherung. Wenn wir das Thema kieferorthopädische Behandlung, also das sind zum Beispiel Sachen wie eine Spange, Gartenhack, Monoblock, alles was es so gibt, um die Zähne wieder so ein bisschen gerade stellen, ist die Fragestellung, zahlt die Grundversicherung hier etwas daran? Kann ich beantworten? Nein. Grundversicherung per se zahlt wirklich nur in Fällen der Erkrankung des Kausystems. Das heißt, du kannst nicht mehr wirklich kauen mit deinen Zähnen und kannst auch nicht mehr schlucken. Ich hatte noch nie in meinem Leben so einen Fall. Wer da jemand etwas weiß, dann soll es mal unten in die Kommentare schreiben. Was heißt das im Umkehrschluss? Man muss es zusatzversichern. Ich habe gesehen, dass 90% unserer Zuschauer unseren Kanal nicht abonniert haben. Wenn du jetzt also nichts mehr verpassen willst und up-to-date sein willst rund ums Thema Versicherungen, dass dir kein Wissen entgeht, dann abonniere jetzt unseren Kanal. So, und da gibt es eigentlich immer einen Unterschied in den meisten ambulanten Zusatzversicherungen bei den meisten Krankenkassen, ist für die Kinder, also entweder bis 18, bis 25 oder bis 22, je nach Anbieter, sind in einer ambulanten Zusatzversicherung meistens kieferorthopädische oder orthodontische Behandlungen gedeckt mit einem Prozentsatz bis zu einem Maximalbetrag. Prüf das mal in deiner Police, falls du Kinder hast. Das ist mal die erste Option, aber da schon Klammer auf und Bemerkung zu, für Erwachsene entsprechend, wenn ihr älter als 25 seid, sorry, dann zahlt die ambulante Zusatzversicherung nichts mehr. Dann gibt es noch die dritte Option, und das ist die sogenannte Zahnpflegeversicherung. Wie es schon der Name sagt, hier ist jetzt nicht nur der kieferorthopädische und orthodontische Teil dabei, sondern sind auch noch zum Beispiel Dentalhygiene dabei, wenn du ein Loch hast, wenn du eine Wurzelbehandlung brauchst, etc. etc., wo dann entsprechend in diesem Bereich etwas zahlen. Oder eben auch für ältere Erwachsene, die unbedingt noch ihre Zähne sanieren wollen. So, das wäre die dritte Option. Auch da wieder die Versicherung meistens eine fixe Versicherungssumme, ein Prozentbetrag, die der entsprechend dann bezahlt wird, falls du ein Problem hast mit deinen Zähnen. Das sind so die drei Optionen. Einfach auch aufgepasst grundsätzlich, je älter du wirst oder auch deine Kinder, desto schwieriger werden vor allem in den Zusatzversicherungen die Aufnahmebedingungen. Sprich, der Versicherer verlangt dann ein Fragebogen, ausgefüllt vom Zahnarzt, plus noch ein Röntgenbild dazu. Und wenn du schon Probleme in den Zähnen hast, gibt es genau auf diese Zähne einen Ausschluss oder eine Totalablehnung, weil Zahnpflegezusatz oder ambulante Zusatzversicherung kann die Krankenkasse die Aufnahme entsprechend ablehnen oder einen Ausschluss erstellen. So, also das wirklich früh machen, am besten bei Kindern immer gerade sofort, dann ist das Thema erledigt. Hast du hierzu noch Fragen? Komm doch auf uns zu. Würde uns sehr freuen. Hast du unseren Kanal noch nicht abonniert? Dann empfehle ich dir das wärmstens. Und wenn dir das Video gefallen hat, bitte teilen, liken, feedbacken. In diesem Sinne, sei easyinsure.ch und bis zum nächsten Mal. Ciao.